Willkommen in einem neuen Video hier in der OpenHub-Serie. Dieses Mal kümmern wir uns um den wichtigsten Part überhaupt, um Backups. Also um Sicherungen von unserer OpenHub-Instanz. So können wir im Fehlerfall einfach eine Sicherung wieder einspielen und sind dadurch schnell wieder online. Denn kein Backup, kein Mitleid. Wie wir eine automatische Sicherung hinbekommen, zeige ich dir jetzt. Ich habe jetzt hier einfach mal OpenHub geöffnet per Webinterface. Allerdings kommen wir hier nicht sonderlich weit. Denn bis Stand heute gibt es keine Möglichkeit, eine Sicherung über das Webinterface hier für OpenHub zu konfigurieren. Wir müssen leider alles über die Kommandozeile erledigen. Deswegen habe ich hier auch eine SSH-Sitzung zu meinem OpenHub-Server schon einmal gestartet. Das ist jetzt egal, ob das Ganze bei dir auf einem x86 bzw. x64-Server läuft oder zum Beispiel auch auf einem Raspberry Pi. Wir haben ja OpenHub ganz normal von Hand installiert mit der Java-Version. Wir haben hier nicht OpenHubian genutzt, was eben ein Image für einen Raspberry Pi zum Beispiel ist. Deswegen haben wir hier eben nur, ich sag mal, einen begrenzten Umfang an Möglichkeiten gerade zur Verfügung. Einige automatische Skripte fehlen zum Beispiel. Um jetzt eben eine Sicherung von OpenHub selber anlegen zu können, müssen wir eben jetzt einige Befehle hier abschicken. Um genauer zu sein, ist es eigentlich nur einer. Denn wir haben bei der Installation von OpenHub auch das Tool OpenHub CLI mit dazu bekommen. Das Ganze können wir einfach aufrufen, indem wir es mal eingeben. Wir geben einfach ein OpenHub-CLI und geben mal hier noch den Parameter -h mit. Dann ruft er uns hier die Hilfe auf. Wenn wir das Ganze mal abgeschickt haben, dann sehen wir hier auch die Hilfe. Und die verrät uns, wie wir zum Beispiel ein Backup anlegen können. Denn über OpenHub-CLI haben wir den Zusatzparameter Backup. Und mit diesem können wir eben eine Sicherung von OpenHub selbst anlegen. Und genau das werden wir jetzt mal tun, damit wir eben einmal von Hand eine Sicherung angelegt haben. Wir geben also ein OpenHub-CLI Backup und dann noch der Zusatzparameter --full, damit wir jetzt gleich ein Archiv bekommen mit allen notwendigen Daten, also mit den kompletten Daten von OpenHub, damit wir eine vollständige Sicherung haben. Also Leerzeichen --full. Wir könnten jetzt noch hier einen Dateinamen angeben und wo er das speichern soll. Ich lasse das jetzt aber mal weg, denn OpenHub an sich macht das schon so relativ gut, damit man eine schöne Historie sich anlegen kann. Ich schicke das Ganze jetzt mal ab und je nachdem, wie schnell dein System ist und wie groß dein OpenHub vor allem jetzt mittlerweile geworden ist, kann der Backup-Prozess einen kleinen Moment in Anspruch nehmen. Wir sehen aber auch hier, was er tut. Er hat jetzt zum Beispiel hier schon alle notwendigen Daten gesammelt und hat die mal in ein temporäres Verzeichnis kopiert und packt die dann in ein ZIP-Archiv. Der letzte Part, also das Packen in ein ZIP-Archiv, kann je nachdem, wie schnell dein System ist, einen kleinen Moment in Anspruch nehmen. Hat das Ganze funktioniert, sehen wir auch hier, wo er das Ganze abgelegt hat. Und zwar hier in dem Fall nach var lib openhub backups. Er benennt die Datei auch automatisch openhub-backup und packt dann automatisch das aktuelle Datum sowie die Uhrzeit mit dazu. So haben wir eine schöne Historie und können auch mehrere Backups dann anlegen. Wenn wir dann einfach mal in den Ordner reingucken, sehen wir hier, ich habe jetzt zum Testen schon mehrere Backups angelegt und die hat er jetzt alle hier drin gespeichert. Perfekt. Um jetzt ein Backup wieder herstellen zu können, weil irgendwas ist schiefgelaufen, müssen wir nur noch hingehen und eben wieder nach oben scrollen. Dann haben wir hier noch die Hilfe offen und hier wird auch erklärt, wie wir eben eine Wiederherstellung starten können. Denn wenn wir hier den OpenHub-CLI-Befehl nutzen und dann den Parameter Restore angeben, gefolgt von einem Dateinamen, können wir das Ganze eben wiederherstellen lassen. Beim Dateinamen selber geben wir am besten den kompletten Pfad an, wo eben die ZIP-Datei liegt. Denn die nutzt er dann für die Wiederherstellung. Wenn wir hier das Ganze einfach mal beispielhaft durchspielen, ich gebe jetzt einfach ein openhub-cli restore und gebe dann hier einfach den kompletten Pfad an, den er mir hier ausgegeben hat, also von meinem aktuellsten Backup. Füge den hier ein und schicke das Ganze ab. Dann sehen wir, oh, warte, es geht ja gar nicht richtig. Mein OpenHub läuft momentan und eine Wiederherstellung kann nur in einer gestoppten Version von OpenHub durchgeführt werden. Falls ihr also irgendwelche Konfigurationsfehler gemacht habt und ihr wollt die aus dem Backup wieder haben, dann müsst ihr halt kurz OpenHub anhalten. Ansonsten, wenn euer System eh gecrashed ist, dann läuft OpenHub an sich ja nicht mehr. Und dann könnt ihr das Ganze problemlos in der Regel wieder einspielen, sofern eben OpenHub-CLI noch sauber funktioniert. Ist auch das Tool dann kaputt, ja, dann kommt ihr wahrscheinlich nicht um eine Neuinstallation von OpenHub an sich drumherum. Aber ihr könnt dann eben das Backup dann wieder drauf kopieren und das wiederherstellen. Doch das Ganze jetzt hier von Hand anzulegen ist mühselig und kein Mensch möchte es jedes Mal von Hand tun. Richtig. Deswegen bauen wir uns noch kurz ein kleines Skript zusammen, was das Ganze automatisch für uns durchführt. Wir können das Ganze dann zum Beispiel monatlich oder auch wöchentlich takten lassen, damit wir immer eine automatische Sicherung von unserer OpenHub-Installation haben. Das Ganze ist wirklich mit einer Zeile Code gemacht.
Um genauer zu sein, wir müssen hier nur den Befehl eingeben, den wir gerade abgeschickt haben, um das Backup erstellen lassen zu können. Wir machen das Ganze aber nur noch ein bisschen smarter, denn er soll ja alte Backups, die wir nicht mehr brauchen, löschen. Denn sonst wird uns irgendwann das System volllaufen und unser System stehen, weil kein Festplattenspeicher mehr zur Verfügung ist. Ich werde das Skript einfach in meinem Root-Ordner anlegen, denn ich bin jetzt hier mit dem Nutzer-Account Root unterwegs. Und ich selber bin der Meinung, die Backups sollten immer mit dem Account mit den höchsten Rechten angelegt werden, hier in dem Fall der Root-Account, unter Windows eben mit dem Administrator, einfach weil damit eben alle notwendigen Rechte vorliegen, um eine saubere Sicherung erstellen zu können. Man kann zwar Backup-Nutzer anlegen, die dann eigentlich auch alle Rechte haben, aber gerade zum Beispiel in der Windows-Welt passiert das oft mal, dass man irgendwelche Rechte dann dadurch nicht mehr hat und eine saubere Wiederherstellung ist dann nicht immer hundertprozentig möglich. Deswegen ist meine Vorliebe hier immer, zum Beispiel auf Linux eben den Root-Account zu verwenden und auf Windows den Administrator. Aber da hat jeder andere Philosophien. Gehe jetzt also einfach hin, gehe in meinen Root-Ordner und lege hier über den Editor Nano das Skript openhub-backup an. Und hier kopiere ich mir einfach mal die paar Zeilen rein. Die habe ich mir jetzt hier schon mal kurz rauskopiert, damit ich sie hier gleich parat habe. Die fügen wir hier einfach ein und gehen mal kurz durch, was das macht. Das sind nämlich zwei wirklich einfache Zeilen. Zum einen erstellen wir natürlich erstmal ein Backup mit dem Befehl, den wir gerade kennengelernt haben. Als zweites werden wir dann einfach hingehen und in dem Ordner, wo er die Backups ablegt, nach den Dateien suchen, die sich nennen openhub-backup- und dann irgendwas dahinter, deswegen das Sternchen, suchen da einfach nach den Dateien, die älter sind als 93 Tage. Denn alles, was älter ist als 93 Tage, wird automatisch gelöscht. Somit kann ich zum Beispiel das Skript einmal im Monat laufen lassen und habe so immer drei Sicherungen auf Lager und die vierte wird dann immer wieder gelöscht. Somit müllt sich mein System nicht zu und ich habe immer ein aktuelles Backup auf jeden Fall auf Lager. Wer mehr oder weniger aufbewahren möchte, der ändert hier einfach die Zeit der Tage ab. Wir speichern das Ganze mal kurz ab mit STRG X, einmal Y, einmal Enter, machen das kleine Skript noch kurz ausführbar, also chmod plus x, openhub-backup.sh und dann können wir mal ausprobieren, ob das Ganze funktioniert. Also .slash openhub-backup.sh, wir drücken Enter, führen das Ganze kurz mal aus und sehen da, er legt direkt mit der Sicherung los, packt jetzt alles nochmal kurz in ein ZIP-Archiv. Und damit wäre die Sicherung abgeschlossen. Perfekt. Wir sehen jetzt hier nicht die Ausgabe, ob er irgendwelche Dateien gelöscht hat, denn in meinem Ordner gibt es keine Datei, die älter ist als 93 Tage. Und wenn ich jetzt hier einfach den Inhalt des Ordners mir kurz anzeigen lasse, dann sehen wir hier, ist jetzt einfach ein Backup mit dazugekommen und dementsprechend passt das. Wäre jetzt hier eins davon älter eben als 93 Tage, würde es eben gelöscht werden. Damit jetzt dieses Skript noch automatisch läuft, müssen wir natürlich noch einen Cronjob anlegen, den wir dann frei definieren können, wann er laufen soll. Das habe ich jetzt hier schon mal ein bisschen vorbereitet und zwar öffnen wir hier den Editor Nano wieder und rufen hier im Ordner etc die Datei CronTab auf. Und hier habe ich jetzt die unterste Zeile bei mir mal auskommentiert. Da muss ich jetzt einfach hier die Raute wieder wegnehmen, damit jetzt die Zeile heißt, um 44 Minuten Uhr, 5 Uhr morgens, am 1. im Monat, in jedem Monat, an jedem Wochentag, führe mit dem Benutzer Root einfach das Skript hier aus. Sprich, an jedem 1. um 5.44 Uhr am Morgen läuft das Skript hier einmal durch und legt mir ein Backup an. Das war alles. Ich speichere einfach das Ganze kurz nochmal ab. STRG X, einmal Y, einmal Enter und das ganze Ding ist aktiv. Wie du vorhin auch gemerkt hast, der Vorteil beim Backup anlegen ist ja, OpenHub muss dadurch nicht pausiert werden. Wir können also unsere Instanz problemlos weiterlaufen lassen. Nun haben wir ein Backup auf unserem System liegen, auf dem eben OpenHub läuft. Jetzt ist aber deine Kreativität gefragt, denn das Backup sollte von dort verschwinden. Die Sicherung sollte an einem oder besseren mehreren Orten aufbewahrt werden. Sollte zum Beispiel dein System, auf dem OpenHub läuft, kaputt gehen, hast du immer noch eine Sicherung an einem anderen Ort. Bedenke aber dabei eins, das Backup selbst ist nicht verschlüsselt. Gerät das in falsche Hände, kann die Person zum Beispiel die Zugangsdaten von deinen hinterlegten Bindings auslesen. Das Backup ist daher meiner Meinung nach in einer Cloud wie die von Google, Apple, Microsoft oder Amazon nicht besonders gut aufgehoben. Wie du die Daten nun auf einen anderen Speicher überspielen kannst, werde ich hier nicht zeigen, da es hierfür sehr viele unterschiedliche Lösungen gibt.
Diese kann ich hier nicht alle im Video zeigen. Ein weiterer Punkt, der noch beachtet werden sollte, was gerne vergessen wird, du hast aktuell nur die Daten von OpenHub gesichert. Hast du auf deinem System noch weitere Anwendungen wie zum Beispiel ZigBee to MQTT oder MobiD mit Snapcast am Laufen, hast du von diesen Diensten natürlich keine Sicherung. Damit kommen wir auch zum Ende dieses Videos. Ich hoffe, es hat gefallen und geholfen. Wenn ja, lass einen Daumen nach oben da, ein Abo schadet nie und empfehle gerne den Kanal an deine Freunde weiter. Bis dahin, viel Spaß beim Datensichern.